Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Spielervorstellung hier heute im Druckhaus Haspel. Ich möchte vorher die Möglichkeit nutzen, gerade dir, Micha und Kerstin, zu danken für eure Unterstützung, die ihr jetzt über fast schon ein Jahrzehnt jetzt macht. Und es ist immer wieder schön, dass wir auch heute hier sein dürfen. Ich darf Ihnen unseren Neuzugang vorstellen. Sergej Korbischin kommt von den Handballfreunden Springe und hat bei uns einen Einjahresvertrag unterschrieben. Genauso möchte ich René Selke begrüßen und dich, René, bitten, das erste Wort an die Journalisten zu richten. Ja, herzlich willkommen mal in einer ganz anderen und neuen Atmosphäre. Wie gesagt, auch von meiner Stelle vielen Dank, dass wir das hier so nutzen dürfen. Ich freue mich natürlich aber auch besonders, heute Sergej hier in Erlangen begrüßen zu dürfen in seiner Geburtsstadt. Obwohl er seitdem noch nicht allzu oft hier war, geht sozusagen zurück zu den Wurzeln. Sein Vater Slava ist ja hier kein Unbekannter, hat ja viele Jahre das Erlanger Handballbild geprägt, möchte man meinen. Und ja, jetzt geht es darum, dass der Sohn quasi in die Fußstapfen tritt, den Kreis wieder schließt und sich jetzt ab der aktuellen Saison uns anschließt und uns quasi auf der Kreisläuferposition unterstützt. Sergej ist 19 Jahre alt, kann dementsprechend auch per Doppelspielrecht in der U23 spielen, die er natürlich jetzt auch nächstes Jahr mit der Regionalliga bzw. mit der dritten Liga einiges vorhat und dort natürlich auch eine gute Rolle spielen möchte. Da wird er uns sehr, sehr weiterhelfen. Aber natürlich auch bei uns in der Bundesliga die ersten Erfahrungen zu sammeln. In Springe konnte er ja schon auch in der dritten Liga zeigen, dass er gerade was seine Abwehrqualitäten angeht. Ich meine, man schaut sich die Statur dieses 19-Jährigen an und weiß sofort, dass der zupacken kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch noch ein Lernprozess steht vor ihm. Aber ich glaube, dass er hier in Erlangen optimale Bedingungen dafür hat und bekommt, dass er sowohl bei der Bundesliga als aber auch bei der zweiten Mannschaft in der dritten Liga seine Erfahrung sammeln kann und sich weiterentwickeln kann. Wir haben ihn natürlich schon ein paar Mal uns angeguckt. Wir sind sehr froh, einen so hochtalentierten Kreisläufer- und Abwehrspezialisten für uns gewinnen zu können. Wir haben von vornherein immer gesagt, dass unsere Ausrichtung auf junge Spieler gelegt ist, dass wir bewusst dem Nachwuchs eine Chance geben möchten, sich perspektivisch hier zu entwickeln. Dazu haben wir ja schon viele Beispiele, auch aktuell im Kader, präsentiert, und das können wir jetzt mit Sergej an den weiteren sehr talentierten und jungen Spieler quasi für uns gewinnen, und darüber bin ich sehr, sehr froh. Sergej ist ein super Typ und wird hervorragend in die Mannschaft passen. Einige kennt er schon bereits, und auch das Trainerteam und alle sind sehr begeistert von ihm, und ich bin es natürlich auch. Deswegen herzlich willkommen hier in Erlangen, und ich wünsche uns gemeinsam eine sehr gute Zeit. Danke, René. Sergej, ist immer interessant, du bist hier geboren. Dein Vater hat 5 Jahre hier gespielt. Es war mit Sicherheit bei dir zu Hause auch immer so präsent, diese Stadt Erlangen, auch mit der Vergangenheit. Du hast mir erzählt, du hast dir Zeitungsausschnitte nochmal angeguckt von deinem Papa. Was geht dir gerade so durch den Kopf? Ja, also durch den Kopf geht mir auf jeden Fall auch, was schon genannt wurde, dieser Kreislauf, der sich schließt. Also dass ich hier geboren wurde und dass ich dann, ich sag mal, auch wegen des Handballs dann wieder weggezogen bin, aber jetzt wieder aufgrund dieses Sports wieder zurückziehe. Und dann doch, es ist halt so ein schönes Gefühl tatsächlich, weil es ist dann doch irgendwie die Stückchen Heimat. Jetzt, klar, Bayern unterscheidet sich ein bisschen von Norddeutschland, aber es ist dann trotzdem schön, hier zu sein. Und das ist halt genau dieser Kreislauf, der sich schließt. Und ich kriege auch von allen Bekannten hier, die Papa mal gekannt haben, trifft man immer wieder. Und dann heißt es, Mensch, ich sehe genauso aus wie er. Und das ist doch auch schön. Super. Wenn Sie Fragen haben, kurzes Handzeichen. Dann ist vielleicht der Herr Krieg gerne gerade und gibt mal das Mikrofon nach vorne. Das wäre ganz lieb. Und wer möchte anfangen? Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Sergej, inwieweit hast du Erlangen in den letzten Jahren auch verfolgt, vielleicht wegen der Verbundenheit des Anfangs des Kreises? Was hast du neben Erzählungen deines Mitspielers in Springe über Erlangen erfahren? Ja, ansonsten halt nur so das, was über den offiziellen Weg so, sag mal, erfahren werden kann.
Und ansonsten natürlich von meinem Mitspieler auch so ein bisschen interne, also was heißt interne Sachen, aber das, was dann halt gesagt wird, die Mannschaft, wie die Mannschaft so ist. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob das jetzt, wenn ich hierher komme, ist das was für mich? Weil er Erfahrung hat und er hat gesagt, die Truppe hat sich, ist super, hat sich nicht verändert. Dann habe ich auch Papa gefragt und da hat er mir auch gleich erzählt, die ganzen alten Geschichten von sich und gesagt, also wenn sich da nichts geändert hat, super Truppe und ich werde auf jeden Fall nicht bereuen, hierher zu kommen. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, so zwei Leuten, denen ich da vertrauen kann, deswegen bin ich dann auch hierher gekommen. Der René hat es angedeutet, du kommst ja, um Erfahrungen zu sammeln, hast ja auf deiner Position auch zwei Spieler erstmal vor dir, die doch einiges mehr an Erfahrung haben. Siehst du es mehr unter dem Lerneffekt oder so mehr unter dem Kampfaspekt, dir deine Spielzeiten in der Bundesliga da gegen Zweier kämpfen zu müssen? Also ich glaube, das hängt jetzt eher von dem jetzt ab, dass ich komme als junger Spieler. Ich habe jetzt so ein bisschen Erfahrung in der dritten Bundesliga gesammelt, aber die dritte Bundesliga kann man nicht mit der ersten vergleichen, also nur zum kleinen Teil wahrscheinlich. Und das, was ich in der Jugendnationalmannschaft dann oder Junioren für Russland gespielt habe, das ist auch alles eine Ecke anders. Aber ich sag mal, durch Erfahrung kommt ja letzten Endes dann auch Spielzeit in dem Sinne. Also man ist der Jüngste, man kriegt ordentlich aufs Gesicht. Es wird schwer, es ist nicht leicht. Aber das ist, glaube ich, so der Reiz bei jedem jungen Spieler. Man weiß, es ist nicht leicht, aber man muss sich das halt erkämpfen. Und umso schöner ist es dann halt, wenn man, ich sag mal, am Ende irgendwas hat. Und man weiß, es war nicht einfach, aber ich habe es allen gezeigt, ich habe es geschafft. Und lernen werde ich ja sowieso ohne Ende. Also das ist ja außer Frage, glaube ich. Katharina Tonsch, Erlanger Nachrichten. Genau, jetzt auch gleich mal Hallo an dich. Wäre das dann, ich weiß nicht, wie willst du das angehen? Wäre das dann schade, wenn du jetzt erstmal nur in der U23, also nur in Anführungszeichen in der U23, was ja auch dritte Liga ist, spielen würdest? Oder hast du dir gesagt, okay, ich möchte schon gerne im ersten halben Jahr einmal Bundesliga spielen? Ja, es ist ja, ich glaube, der Traum von jedem Spieler, mal in der ersten Bundesliga zu spielen. Also natürlich setzt man sich das. Und man verfolgt auch das Ziel. Inwiefern das alles klappt, das muss jetzt halt die Vorbereitung zeigen. Und das läuft halt nach dem Prinzip, wenn ich gebraucht werde, muss ich dann halt liefern, ne? In dem Sinne. Und ich hoffe, dass ich mal zeigen kann, dass ich nicht einfach so hierher gekommen bin. Für die U23 vielleicht noch eine Frage. Wenn du dort spielst, willst du da dann auch mehr Verantwortung übernehmen? Ich meine, du bist sehr jung, aber du hast immerhin schon mal dritte Liga gespielt, was nicht alle sagen können in der Mannschaft. Ja, also ich glaube, man muss also auch Verantwortung übernehmen, wenn man auch im Abwehrzentrum spielt, da geht das nicht anders. Also das, auch wenn man jung ist, sage ich mal, das ist dann in dem Sinne, muss ich Verantwortung übernehmen und dann außerhalb des Spielfelds, dann bin ich wieder der Junge und dann muss ich nicht mehr, dann muss ich wieder auf die Alten hören, aber andersrum auf dem Spielfeld, dann andersrum. Eine Frage zu Erlangen. Du bist hier geboren. Kennst du die Stadt dann überhaupt noch aus Kleinkindzeit oder wie auch immer? Oder ist es jetzt eigentlich schon neu? Also das Einzige, was mir auch meine Eltern erzählt haben, ist diese, die können sich ganz gut an die Brücke erinnern, da beim Tio, bei den Arkaden. Daran können sie sich erinnern. Aber ansonsten ist da nicht viel hängen geblieben. Hat sich ja innerhalb, das sind ja auch schon wieder ein paar Jährchen, ich glaube 17 Jahre ist das ja. Also in 17 Jahren kann sich verändert sich eine Stadt doch ganz schön. Aber die Brücke, die ist hängen geblieben. Du hast den Springer, glaube ich, letzte Saison ja als noch A-Jugendberechtigter gespielt, oder? Da war ich schon nicht mehr A-Jugendpflichtig. Das war davor. Da habe ich bei Eintracht Hildesheim gespielt. Und da habe ich, glaube ich, auch das letzte Jahr A-Jugend angefangen und dann nur bei den Herren gespielt. Und dann hat sich das so ergeben. Das war Hildesheim damals Zweitliga-Zeiten noch, oder war das? Das war zur Zeit als Eintracht Hildesheim. Ich glaube, ich habe ein Spiel noch mitnehmen können aus der zweiten Bundesliga. Und dann war ich, als sie abgestiegen sind, in der dritten Bundesliga war ich dann die komplette Zeit dabei. Habe dann also kaum ein, zweimal ausgeholfen. Und dann ausgeholfen war auch nur im Notfall, weil die haben ja gewusst, ich habe ja auch zweite Herren gespielt, erste Herren. Und A-Jugend dann, das ist dann nicht leicht, aber die haben das versucht, so ein bisschen zu verschieben, da wo gerade Priorität ist. Und das war dann die erste Mannschaft.
in diesem Jahr. Du hast mit Basti Preiß zusammengespielt, der konnte dir aber, wenn ich mich recht entsinne, nichts über die Vorbereitung von Robert Anderson erzählen. Der hat ja, glaube ich, keine mehr mitgemacht. Naja, da hätten wir in dem Sinne sagen können, ist die Vorbereitung nicht leichter. Aber da bin ich auch gespannt. Also der hat gesagt, Zähne zusammenbeißen und da muss ich durch. Aber als Jünger darf man eh nicht meckern. Mir tun die Beine weh und das geht nicht. Da muss ich durch. René hat es ja angedeutet, du kennst ein paar Spieler hier in Erlangen. Wen und von welchen Gelegenheiten her? Also ich war schon mal hier unten und da habe ich auch so, also die alte Mannschaft in letzter Saison ein bisschen mitgenommen, kennengelernt. Dann kenne ich zum Beispiel noch Katsilianis, war ja damals auch bei Eintracht Hildesheim von 2004 bis 2006, ich weiß es nicht. Aber dann auch der erste Kommentar von ihm, als er mich gesehen hat, Mensch, bist du groß geworden. Um es mal so auf guten, so sozusagen. Er kennt mich ja auch, seitdem ich klein bin. Und dann ansonsten, ja, dann die halt der Teil der Mannschaft, der letztes Jahr sozusagen da war, die habe ich alle kennengelernt und die sind alle super lieb und es sind ja auch ganz viele da geblieben. Du warst schon mal eine Woche hier so als Trainingsgast oder wie war das? Ja genau, also auch Trainingsgast und dann natürlich, ich will ja auch studieren, da muss ich mich um das Ganze auch kümmern, da muss ich halt im Rundumschlag alles erledigt haben. War das jetzt im Frühjahr oder? Das war vor, ich glaube, ein, zwei Monaten. Ende der letzten Saison. Genau, das ist ja auch ein Punkt. Serge wird hier ein Studium aufnehmen an der Uni Erlangen-Nürnberg und ja, wird sozusagen diesen Weg, den wir ja schon mit vielen anderen jungen Spielern gegangen sind und weitergehen, mit der dualen Geschichte Studium und Profisport auch, ja, wird ihn jetzt Serge beschreiten. Was für ein Fach? Also ich fand Fahrzeuge generell seit der Kindheit interessant, also gehe ich in den Maschinenbau und dann mal gucken, was ich da irgendwas. Es wird nicht leicht, das ist kein leichter Studiengang, das weiß ich. Aber ich gebe mein Bestes einfach. Gibt es noch Fragen? Frau Tonsch? Genau, Herr Selke, vielleicht jetzt mal noch mal kurz aufrollen, wie das überhaupt zustande kam. Eigentlich waren die Kaderplanungen ja abgeschlossen. Wenn jetzt so ein Talent kommt, denke ich mal, fängt man wieder an, das aufzuschließen, zu überlegen. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wie es jetzt dazu kam, beziehungsweise was dann auch die Entscheidung war, jetzt hier noch mal aktiv zu werden. Genau, das sind im Grunde genommen ja mehrere Punkte, muss man sagen. Es war jetzt nicht der eine, sondern wir hatten die Möglichkeit, eines der größten Kreisläufer-Talente jetzt vielleicht Deutschland, ich will es nicht zu groß ausholen, aber er ist wirklich, als er hier die Woche unser Trainingsgast war, hat er gezeigt, welche Qualitäten er schon mitbringt und wie sehr und wie stark er uns da im Training weitergeholfen hat. Das war einfach eine grundsätzliche Überlegung. Wie auch gestern bekannt geworden ist, wird ja der Kader zur neuen Saison auf 16 Mann aufgestockt werden. Das heißt, es dürfen 16 Spieler eingesetzt werden, wodurch natürlich jetzt auch dort die Möglichkeit ist, für mehr junge Spieler im Kader unterzubringen und zu platzieren, ja, besser gegeben ist. Deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass das jetzt natürlich so zustande gekommen ist. Eröffnet natürlich auch die Möglichkeit für Serge eventuell immer öfters auch mal in den Kader reinzurutschen. Zusätzlich wollten wir natürlich auch die U23 unterstützen, die gerade jetzt nächstes Jahr in der dritten Liga auch jede Hilfe natürlich gebrauchen kann und dort natürlich auch auf der Suche ein bisschen war, wie können wir den Kader eventuell noch weiter verstärken. Und natürlich nach der langen Verletzung vom Uroš Bondalo, der einfach ja noch nicht 100% fit ist, aber, und davon gehen wir alle zu felsenfest aus, dass er wird. Den Zeitpunkt können wir noch nicht genau bestimmen. Er wird uns definitiv in der Saison zur Verfügung stehen, wird uns zusammen mit Jonas Tümmler absolut weiterhelfen und auch weiterbringen. Aber um da auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen und ihn nicht zu früh wieder zu verbrennen, sage ich jetzt mal, ins Training reinzuwerfen, kann Serge uns da wunderbar unterstützen und damit auch für eine hohe Trainingsqualität sorgen. Diese Punkte zusammengenommen haben einfach dann dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, plus seinem Wunsch auch ein Studium aufzunehmen, auch gerade in Erlangen, war dann die Kombination, ja, die zu dem Termin hier geführt hat. Ist das jetzt, also man könnte es jetzt natürlich auch so deuten für die U23, die dort sind, kriegen jetzt ein neues Talent vor die Nase gesetzt, jung, hungrig, so ein bisschen als kleiner Tritt, dass die auch wissen, dass sie noch kämpfen müssen, um da oben wieder reinzurutschen? Was heißt als Tritt? Ich denke, meine U23 ist es nicht anders wie in der Bundesliga. Es herrscht Konkurrenzkampf, keine Frage. Jeder möchte sich dort durchsetzen, jeder möchte sich weiterentwickeln und gerade
Die Vergangenheit hat ja oft gezeigt, dass auch Abwehrspezialisten immer wichtiger werden im Handball. Und desto höher man kommt, die Abwehr ist das Nonplusultra. Deswegen ist eine hohe Qualität dort dringend die Voraussetzung für Erfolg. Und deswegen, wie gesagt, in der eben geschilderten Konstellation war es für uns einfach der sinnvollste Schritt, da mit Sergej zusammen diesen Schritt zu gehen und für die Zukunft dort, glaube ich, jetzt bei beiden Mannschaften für eine große Unterstützung und Hilfe zu sorgen. Vielleicht jetzt noch mal eine Frage auch zu der Vater-Sohn-Geschichte. Hoffen Sie da auch so ein bisschen drauf, dass sich da sowas entwickelt wie beim Papa? Wenn der genauso erfolgreich da an die Erfolge des Vaters anschließt, dann werde ich mich dem nicht verschließen. Nein, also natürlich ist das eine schöne Geschichte auch, wieder zurück zu den Wurzeln daran anzuknüpfen, wo oder was der Vater vielleicht hier schon auch aufgebaut hat. Nein, ist natürlich eine tolle Sache und wir freuen uns, wie gesagt, dass er hier ist und hoffen natürlich auch, dass er an diese Erfolge anknüpfen kann. Ist es einschüchternd, sowas immer zu hören, weil du jetzt auch so gelacht hast? Das weiß ich ja nicht zum ersten Mal. Nein, das höre ich ja nicht zum ersten Mal. Es ist natürlich auch ein Traum, so weit zu kommen. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, wie schwer das ist, das alles zu erreichen. Als kleines Kind denkt man sich, ah toll, jetzt haben wir was gewonnen. Aber jetzt, also je mehr man erst in die Jugendnationalmannschaft reinkommt, dann diese ganzen Trainingslager etc. Und dann man merkt erst, wie schwer das ist. Und es ist natürlich ein Traum. Aber ich habe immer einen ganz, ganz großen Trainer bei mir. Und das ist, er ist immer zu Hause, immer erreichbar. Und der, von dem kriege ich immer Feuer. Aber der hilft mir auch immer. Gibt es noch Fragen? Dann danke ich fürs Kommen. Und dann hoffe ich, dass wir uns am 12. zum Trainingsstart sehen, beziehungsweise dann am 15. zu unserer Saisoneröffnung am Kornmarkt auf Nürnberg. Dankeschön. Tschüss.